auf YouTube. Aber hier erstmal. Ach! Erzähl nicht. Okay, da kann man sich drum herumschleichen oder was? Okay. Dann müssen wir das nochmal machen, wenn das so geht. Okay. Wenn das so ist. Dann schaffen wir hier noch eine Happy End. Welcome back. Go and open it. We will remain here. Then you may leave. Da soll man wirklich, das ist kein Bug, da soll man nicht durchkommen. Our thanks to you, little creature. Okay. Kann man wirklich rauskommen? Nice. Wenn das so geht. Ich hoffe, die müssen wir jetzt nicht noch wirklich noch mal bekämpfen. Weil die Fackel haben wir jetzt abgelegt. Dann mal weg hier. Okay, durch die Hütte. Autsch. Schon wieder. Können wir denen entkommen? Und lässt die uns angreifen? Oh oh. Schnell weiter hier. Ich komme auch ohne getötet zu werden aus. Es sind gefühlt 100 hinter mir her, aber einfach stay running. The fuck? Muss ich hier rein oder was? Lass mich rein. Ich glaube nicht. Fehlanzeige. Human, help me. Nein. Hello? Human, I have waited. My mistress. Renn, 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 renn. Ignoriere alles und renn einfach. Save Point. Mom. Hey Mom, I want this one. You have one just like it at home. Okay. Come on. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. I want it, Mom. No. Come here. Mom, oh, Mom. Jesus, what did you do? Espen, I'm so sorry. Schön. Das soll jetzt was bringen. Oh, please. Why are you doing this? I didn't mean it. Schlechtes Gewissen. You have to tell them what happened. No. Ach komm. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll
take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please, please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know. It just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together. Okay? I love you. Please stop. Please. I didn't mean it. Don't show me anymore. Wanna what? A divorce, goddammit. I want a divorce. Hält uns jetzt eine Erinnerung vor, was wir Schlechtes getan haben. Schlechtes Gewissen. You're not taking my son. Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. When will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident! You've looked at me every day since like I'm some kind of monster. I'm telling you now, if you want a divorce, no. Espen is coming with me. You bitch! Please stop it! I quit. I give up. Just don't show Für sie wahrscheinlich schlimmer als die ganzen Trolle und Kreaturen, die sie schon besiegt hat. Schlimmste Folter. She's lying. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights. Und vor Gericht oder was? Restraining order comes into effect. Kontaktverbot. You, sir, are to have no contact with her ex-wife or Espen whatsoever. Okay, was ist passiert, dass wir trotzdem Kontakt hatten? Wie ist das gekommen? Das war am Anfang mit ihm im Baumhaus waren. Also mit einem Ferienwohnung im Wald. Achso, wir haben. Prüfen Kontakt haben, aber sie. Aber der Vater nicht. Oder was? Don't want to see what comes next. Please don't. Miss Dahl, can we come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Ach du Schreck. Oh, no. Right now, we were under the assumption of suicide. But we were investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. Vater war gewalttätig. So sorry. Hat ihr alles runtergeschoben. It's the worst thing I've ever done. I loved him. I did. Oder was? I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would... that he... I made one terrible mistake and I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Tja. Schlechte Gewissen und die Sachen, die man bereut, die man mit sich rumträgt, die wiegen am schwersten. Ich verfolge dich, das ist für dich das. Das ist doch. Okay, sag das so. Wie geht's lang? Heart Depression. Errungenschaft freigeschaltet. Aber ob das eine Errungenschaft ist, weiß ich ja nicht. Okay. Kristalle in der Landschaft. Jetzt können wir in göttliche Ebenen oder was? Aha. Der Opfertempel. Oder wie? Thank you.
Und der Sohn sich bereitwillig opfern ließ. Werden wir zu spät kommen? Oder was ist los? Schaffen wir es noch rechtzeitig? Wie wird das ganze Abenteuer hier enden? Schon wieder auf Schnee, vereisten Bergen, verschneite Berge. Schneebedeckt, würde ich sagen. Werden wir den Sohn noch retten können? Utheim. Und was nun? Das Schiff. Das Boot nach Utheim. Holy Christ! Oh my God! The wolf is real! Das bemerkt sie jetzt. Das hat sie jetzt geschnallt. Die Trolle. Und alles andere. Ist die Frage, ob es real ist. Kann doch alles nur ihre Einbildung sein. Aber ich denke, es wird hier real sein. Das werden sie so geschrieben haben. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Hier runter oder was? Okay, wie kommen wir jetzt da lang? Kurz den Ausblick genießen und weiter. Ach du Schreck. Wir haben den Wolf besiegt. Nein, haben wir nicht, wir sind geflohen. Wir laufen noch in Zeitlupe. Ich kann auch nicht schneller rennen. Ich drück schon. Children, it doesn't have to be you. Shut your mouth, you fucking coward. He's just doing his job. He's been protecting us, all of us. Look at him. Großer Gott. Ach du Schreck. Sind sie jetzt alle gefallen? Alle tot, Ende. The end. Ins Wasser sind sie gefallen. Okay. Das ist nur ein Traum. Das ist eigentlich mit einem Wanderer schon gegangen. So hat sie angefangen. Das sind ja. Espen,
Please don't leave me. Espen retten. No. Espen. Wiederbelebung. Espen, come back. Come on, Espen. Come on. Oh, je. Ich fürchte, kannst du noch so viel pumpen. Es tut mir leid. Patient ist tot. Wölfe sind ja nicht tot. He was better than me in every way I can think of. I don't know where he wanders or where he's going all alone. But wherever he is, I'm so proud of him. I loved him so much, I ached. I love him still. Espen was my favorite thing. My best friend. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. But now, I can forgive Espen. I'm not going to pretend I was a good mother. But I raised a good son. Now, all I have to do is make sure his sacrifice meant something. Job accepted and through the woods and back again. Dann haben wir die Credits. Dann haben wir es in einem Stream durchgespielt. Through the woods. Joa. War doch ein tolles Horror-Game. Ich weiß noch nicht, wie ich das auf YouTube aufteilen werde, wie ich das schneiden werde, ob ich das als Ganzes hochlade, ob ich das in Parts schneide. Aber ja, auf YouTube, Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, auf Twitch vorbeischauen, Follow dalassen und auf Twitch seid. Und habt noch einen tollen Tag. Und ja, was soll ich noch sagen? Tragische Storys, ja, also wirklich. Uff, ja. Wirklich trauriges Ende. So, das ist auch der Horror, der mir gefällt. Also das ganze Zeit ist war nicht wirklich, es ist keine Jumpscares oder keine. Also das ist alles so, also ab und an war es schon ein bisschen gruselig, also wenn die alte Omi dich von hinten angegriffen hat und dich dann da musste es. Aber nie, dass sie mich erschreckt hätte. Das ist immer so ein bisschen. Also das ist. Man kann es spielen, das ist nichts, wo man sich zu Tode erschreckt. Also ich habe nie irgendwie vor Schreck aufgeschrieben oder so. Das ist schon ein bisschen atmosphärischer. Horror. Wirklich sehr gutes Spiel, das kann man nicht meckern, das ist wirklich
eine Story ein bisschen fragwürdig, also das ist so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, das ist okay. Hat sie das jetzt nur, das Ende hat sie das jetzt nur, weil sie ist, wir haben ja gesehen am Anfang, dass sie rausgeschwommen ist, um den Sohn zu retten, der mit dem Schiff, also eine Sache ist, die eine Möglichkeit ist, dass sie wirklich dann rausgeschwommen ist und wirklich das Ganze mit den Trollen, Orks und so weiter, mit den Monstern erlebt hat und mit den Götterwölfen, oder dass sie einfach dort, wir haben ja dann den Schriftzug gesehen, dann wird's grau und es ist dann, ist rausgeschwommen und kann auch sein, dass der gekentert ist mit seinem Boot und dann ist der Junge ertrunken. Das wäre ein bisschen die realistische, aber ohne romantische Erklärung für das Ganze. Alles nur ein Traum, alles nur eine Fantasie. Naja, wenn wir mal nicht. Götter sind real. Wird schon so passiert sein. Tudums. Ja, das war True the Woods. Im Live-Let's Play mit dem Zwergenfürst. Ja, großartig. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, wenn es euch gefallen hat. Könnt das Spiel auch selbst nochmal spielen. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut drinne. Ciao.